Hallo und herzlich willkommen. Mal ganz unter uns. Wie oft hast du in deinem Leben schon Fußgymnastik gemacht? Noch nie? Dann wird's allerhöchste Zeit. In diesem Video widmen wir uns nämlich unseren Füßen. Sie tragen uns Tag ein, Tag aus durchs Leben und bringen uns überall hin. Höchste Zeit, unseren Füßen mal eine kleine Entspannung und ein bisschen Pause zu gönnen. Die folgenden 5 Übungen sind kinderleicht und lassen sich ohne großen Aufwand durchführen. Klingt gut? Dann Socken aus und auf die Matte, fertig, los! So, wir starten mit Übung Nummer 1, Fußgelenke mobilisieren. Wir wollen damit beginnen, unsere Fußgelenke ein wenig zu mobilisieren, indem wir im Sitzen im Wechsel die Fußspitzen zu uns heranziehen und dann die Fersen vom Boden lösen und uns auf die Ballen schieben. Wir arbeiten im Wechsel. Ferse, Fußballen, Ferse, Fußballen, Ferse, Fußballen. Weiter geht's. Wir nehmen den rechten Fuß ein bisschen vom Boden ab und machen jetzt mal Fußkreise. Wir kreisen den Fuß in großen Kreisen im Fußgelenk nach außen. Richtungswechsel, mal nach innen kreisen. Das Ganze mit der linken Seite. Außenkreise. Und Innenkreise. Wieder absetzen. Es geht weiter wieder mit der rechten Seite. Die heben wir jetzt auch ein bisschen an, strecken sie ganz lang und ziehen sie zu uns heran. Lang strecken und ranziehen. Strecken und ranziehen. Mal mit links. Strecken, ranziehen. Strecken und wieder ranziehen. Wenn das gut klappt, kann man das auch einfach mal mit beiden Füßen gleichzeitig machen. Ganz lang machen, strecken und beide Füße ranziehen. Strecken, ranziehen. Strecken, ranziehen. Noch ein letztes Mal. Schön strecken und ranziehen. Sehr gut, das war Übung Nummer 1, Fußgelenke mobilisieren. Weiter geht's mit der zweiten Übung, 10 Krallen. Dafür stellst du dich jetzt hüftbreit auf deiner Matte hin. Kralle nun deine Zehen im Wechsel in den Boden und zieh dich so kraftvoll nach vorne. Die Fersen bleiben dabei die ganze Zeit auf dem Boden. Erinnere dich an eine Raupe und überlege, wie diese sich fortbewegt und mache genau diese Bewegung. Also leite jetzt diese Bewegung mit den Zehen an. Somit stärkst du die Zehen sowie die Unterseite deiner Füße. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie oft soll ich das dann machen? Probier doch mal 2 Durchgänge à 8 bis 12 Krallbewegungen pro Fußseite. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wir machen weiter mit der dritten Übung, 10 Dehnen. Stelle dich barfuß vor eine Wand und bringe deine Zehen, jetzt in dem Fall vom linken Fuß, in diese Position.
Halte dein Knie auf jeden Fall gestreckt. Es sollte nicht gebeugt sein und in der Hüfte solltest du auch nicht abknicken. Neige deinen geraden Oberkörper ein wenig vor Richtung Wand und du wirst relativ schnell eine Dehnung in den Zehen und in der Fußsohle spüren. Seitenwechsel. Das Ganze mal mit der rechten Seite. Achtet hier auf euer Knie, das gestreckt ist. Hüfte nicht abknicken und den Oberkörper leicht Richtung Wand schieben und die Dehnung in den Zehen spüren. Wie oft sollte das gemacht werden? 2 bis 3 Durchgänge pro Fuß und das können wir so ungefähr 5 bis 10 Sekündchen jeweils halten. Probiert's mal aus. Wir machen weiter mit Übung Nummer 4 im Einbeinstand balancieren. Was du brauchst? Auf jeden Fall einen instabilen Untergrund. Das kann eine zusammengerollte Gymnastikmatte sein, ein Kissen oder, wie du es hier siehst, ein spezielles Balancekissen. Der Untergrund sollte in jedem Fall etwas wackelig sein, damit die Fußmuskulatur arbeiten muss. Komme zunächst in Einbeinstand auf deinen gewählten Untergrund. Finde einen sicheren Stand. Wenn du den gefunden hast, kannst du einbeinig ganz minimal in der Bewegung eine Kniebeuge durchführen und leicht absinken und langsam wieder hochkommen. Du merkst relativ schnell, dass die Fußmuskulatur da super doll arbeiten muss und gefordert ist. Also immer ein Stückchen absinken lassen und wieder hochkommen. Nochmal tief und hoch. Hier kannst du pro Seite ungefähr 8 Wiederholungen machen. Wenn du geübt bist, auch gerne 10 oder 12. Und pro Fußseite 2 Durchgänge. Ganz schön anstrengend. Probiert's mal aus. So, wir starten mit der 5. und letzten Übung und zwar mit der Fußmassage. Was brauchst du dafür? Du brauchst entweder einen Faszienball, so wie du ihn hier siehst. Du kannst aber auch einen Tennisball nehmen oder einen Golfball, der tut's tatsächlich auch. Ich möchte dir jetzt die Rollroutine erklären oder eine mögliche Rollroutine erklären. Dabei starten wir von der Ferse an. Beginnend nach vorne wollen wir den Fuß abrollen und uns dabei 5 Linien denken. Die Linie geht einmal von der Ferse zum kleinen Zeh, von der Ferse zum Ringzeh, von der Ferse zum Mittelzeh, von der Ferse zum Zeigezeh sozusagen und von der Ferse zum großen Zeh. Diese rollen wir dann nacheinander ab. Ich mache das Ganze jetzt im Sitzen, da kann ich den Druck viel, viel besser steuern. Du kannst aber auch das Ganze im Stehen versuchen, da wird der Druck ein bisschen intensiver sein. Wollen wir den Ball mal an die Ferse nehmen und die Ferse ausrollen. Und zwar von rechts nach links, von links nach rechts oder auch mal von vorne nach hinten. Hier ist im Prinzip alles erlaubt, was gut tut. Eine kleine Druckmassage für die Füße mit dem Ball. Jetzt wollen wir uns noch einmal den Zehen widmen. Die legen wir jetzt mal so auf den Ball und rollen jetzt mal über den Ball und spreizen die Zehen, wackelige Angelegenheit, über den Ball ab. Und rollen da wirklich schön drüber, von rechts
nach links. Super angenehm, wie ich finde. So, das Ganze geht natürlich auch noch mit dem anderen Fuß. Zeige ich euch jetzt nicht. Ihr kennt die Rollroutine. Gerne mal ausprobieren. Das war unser Video zum Thema Füße. Gesunde und flexible Füße sind einfach super wichtig. Also schenk deinen Füßen gerne mal etwas Zeit, denn sie tragen uns durchs ganze Leben. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Du kannst auch gerne mal auf die Glocke klicken und den Kanal so abonnieren. Für mehr Infos zum Thema Gesundheit, schau doch mal auf unserer Website, da speziell im Blog vorbei. Oder schau mal auf Instagram vorbei, da haben wir auch viele spannende Beiträge rund um das Thema Gesundheit für dich. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.